Feuer! Willkommen in dem neuen Kunstdorf, The Good, The Bad and The Ugly. Ein Ort, wo das Gute, das Böse und das Hässliche zusammenkommen und eine neue Utopie bilden. Ein Ort für Musik, Theater, Kunst, Vorträge und Kommunikation. Das Refektorium nebenan und dieses mobile Theater ist der Mittelpunkt eines Labyrinths mit vielen Arbeiten. Zum Beispiel das Labor für Alkohol und Medikamente da hinten. Waffen- und Bombenwerkstatt auch da hinten. Mit einem Büro und einer Schlafkugel für die Freiheitskämpfer und Terroristen. Die Barrektum, das große menschliche Verdauungsorgan und das ein Statement ist über Komplexität des menschlichen Körpers und der Frage nach Geld, ob oder warum diese so gestaltet sind und wer dieses wichtige System von Organen entworfen hat. Und selbstverständlich auf dem Gebäude hier oben drauf, der Domesticator, ein bewohnbares Haus in Form von einem Bauern mit seinem Tier. Das wird hier während der Ruhrtriennale stehen und dann im September wird es wieder abgebrochen. Weil es wird abgebaut. Ja, es darf nicht stehen bleiben. Und dann nächsten Sommer wieder aufgebaut und dann werden wir jedes Jahr ein neues Thema machen, so mit neue Arbeiten, mit neuen Installationen, mit neuen Themen. Der Domesticator symbolisiert die Macht des Menschen über das Tier und die Rest der Welt. Sehr früh sein mit Fragen, ob man hier übernachten kann. Ich habe es im Januar angefragt. Und das war, nachdem ich hatte ein Interview mit John Simons im Dezember und er erzählte, dass er mit Jupp van Lieshout hier das Dorf bauen wollte und dass man hier schlafen konnte. Und dann hatte ich gesagt, ja, das will ich, das muss ganz, ganz toll sein. Und ja, dann haben sie gesagt, das ist okay. Und später, man sagte, sie können hier die erste Nacht übernachten. Und ich sagte, ja, das machen wir. Es gibt noch kein Badezimmer, die kommt noch. So, ich muss außen nach der Dusche gehen und die Toilette. Aber das ist wie ein Camping, das ist kein Problem. Die WCs, die kann man auch brauchen heute mit die Party. Und die Dusche, die ist nicht abgeschlossen. Aber morgen früh dann, ich habe einen Schlüssel von die Dusche und dann kann ich da durchgehen. Ja. Er ist sehr berühmt in den Niederlanden und viele die Werke, die hier sind, die konnte man schon früher sehen in die Niederlanden mit Expositionen. Er ist auch international einer unserer bekanntesten Visual Artists. Die Vernunft, die Raffinesse und das Vermögen des Menschen, um sich zu organisieren und diese Macht zu benutzen, um seine Umgebung zu beherrschen. Und dank dieser Beherrschung gibt es Wohlfahrt, Glück und Kultur. Aber ethische Grenzen werden immer wieder gedehnt und neu ausgerichtet. Durch diese Grenzverschiebungen gibt es immer weniger Tabus und neue Tabus werden ins Leben gerufen. Genau mit diesen noch bestehenden und neuen Tabus spielt der Domesticator. Und eigentlich werden wir Menschen selbst immer mehr domestiziert durch Organisationen aus der digitalen Welt und dem Fortschritt der Wissenschaft. Der Domesticator benutzt diese Themen, die in meiner Arbeit öfter vorkommen, wie Idealismus, Utopie, Macht, Ethik, Liebe und Fortpflanzung. Der Domesticator ist zugleich einsetzbar als multifunktionelles Gebäude für Versammlungen, um zu musizieren, um Rituale auszuführen und Spiritualität zu erfahren. Es wird sowohl ein angenehmer Aufenthaltsort als auch ein Tempel der neuen Religion, in der der imaginäre Höhepriester dem Volk zusprechen kann.
Die verschiedenen Arbeiten haben sowohl eine tiefe als auch eine düstere und auch leichte und sogar komische Seiten. Selbstverständlich ist die Kunstinstallation auch eine Parabel für unsere eigene Gesellschaftsordnung. Über Macht, Terror, Autarkie, Nahrung und Nachhaltigkeit. Rundherum, die Gute, Bad und Ugly, stehen Kunstwerken. Zum Beispiel Werken über Mensch und Tier. Die Tierärztin, die hilft beim Geburt weitere Tiere. Oder der Milchmann, die immer mehr Milch trinken will. Oder dort drinnen im Foyer der Bauer und sein Huhn. Die vögelnde Vögel und die küssende Kaninchen. Das Hagioskop, das gelbe Gebäude dahinten. Ist das ein Bauernhof aus dem Jahr Null? Eine Höhlewohnung mit einer primitiv modernen Schreinerwerkstatt? Oder ist das der Bauernhof von Josef und Maria? Oder die zwei Kanonen, eine dahinten und eine im Foyer? Sind das Skulpturen? Ist das eine Gestaltungsuntersuchung? Oder sind das Werkzeuge der Vernichtung oder Freiheit? Auch da drinnen das Exkrementorium, eine Zusammensetzung von vielen Toiletten in einen Kreis als ein neues Kommunikationsmittel. Die primitiven Skulpturen auch im Foyer, Venus, Mutter Erde und die schwarze Madonna, was eigentlich eine Rosenskulptur ist. Die Skulpturen stehen auf moderne, konstruktivistische Sockeln und damit berühren sie die zwei Ziele von der Utopie. Die romantische, expressive Suche nach dem Ursprung, das Primitive, die Versmelzung mit der Natur und der Erde. Oder, andererseits, die Suche nach Fortschritt und Modernität. Eine Versmelzung von Mensch und Systemen, von Mensch und Maschine. Und schließlich auch ein bisschen Apokalypse beim Skulpturgruppe hinter im Foyer, wobei ein Mutter und Kind eine Pferdeleber ausschlachten. Ich will mich sehr bedanken, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, diese Arbeit zu machen. Zuerst die Ruhr-Triennale und alle Mitarbeiter, Lukas, William, Fritz. Auch ganz speziell will ich mich bedanken bei Johann Simons und seinem Team. Wegen seiner Begeisterung und rücksichtslose Leidenschaft. Auch meine eigenen Mitarbeiter, die viele extra Stunden und Wochenende gearbeitet haben. Wir sind schon lange Zeit daran gearbeitet, mit vielen Leuten und vielen anderen Unternehmungen, die Teile von uns produziert haben. Und hier sind, ich weiß nicht, 8 Leute oder so gewesen, um das alles aufzubauen. Ja. Es sind alles, es sind Künstler, es sind Architekten, Designer, Handwerker, alles. Und wir arbeiten alle zusammen, um solche Sachen zu machen. Und schließlich sind 20 LKW von Rotterdam nach Bochum gefahren. Und auch ein ganz spezieller Dank für die RWE-Stiftung, die es möglich macht, um jedes Jahr ein neues Thema und Arbeiten zu introduzieren und eben einige neue große Skulpturen speziell für dieses Projekt zu produzieren. Auch bin ich sehr froh, dass die Gute, Bad und Ugly inhaltlich programmiert wird, mit Diskussion, Film, Theater, Musik. Fast jeden Tag ist etwas los und es wird ein lebendiger und aufregender Ort. Aufregender Ort sein für Künstler, Besucher, Festivalmacher und Studierende. Hier treffen sich zufällig oder verabredet Menschen aufeinander. Sie lernen einander kennen, sie essen, trinken und feiern, debattieren und applaudieren. Simon! Ja, vielen Dank! Warte, ich nehme es von außen mit. Aber Sie können da schon ruhig ein bisschen voller. Ja. Dankeschön! Und jetzt werden die Türen vom Refektorium geöffnet und ich wollte mich noch gerne sehr bedanken und Sie viel Spaß zuwünschen.
kurze Frage, was ist das für ein Tier, das wir da sehen? Das ist nicht bestimmt. Also manche sagen, ist ein Hund, manche sagen, ist ein Schwein und manche sagen, das ist eine Frau. Also ich weiß nichts. Eine Frau? Ja, die haben auch vier Beine. Okay, das war's.